Die haben so einen roten Teppich gemacht. Das ist 125 Jahre Mägle. Da war ja Minister, Staatsminister. Teil. Schauen wir mal. Das ist die Firma hier. Und hier ist das. Goodbye. Schauen wir mal. Jetzt, na, los ist, ist ja schon um 18 Uhr losgegangen. Das ist schön bäuerlich hier alles. Wir sind in der Nähe von Wasserburg hier. 1 Kilometer Richtung. Richtung. Bayerische Gründergeschichte. Und es ist, meine Damen und Herren, zugleich eine beeindruckende Familiengeschichte, denn mit demselben Fleiß und demselben unternehmerischen Ehrgeiz wie die erste hat auch die zweite und dritte Generation hier ihre Leistung abgeliefert. Und das Interessante ist ja, ich habe ja in Ihrer Chronik nachgelesen, bereits 1921 hat Ihr Vater mit dem Ausbau des Fischerschen Kraftwerks die eigene Energieversorgung aufgebaut. Also man hat hier gewissermaßen die Energiewende um einige Jahrzehnte vorweggenommen. Man hat es nur intelligenter angestellt, wie das, was wir im letzten Jahr und durch kluge Investitionen und beständige Innovationen ist Mägle kontinuierlich gewachsen. Heute ist die Mägle AG ein internationales Schwergewicht der Lebensmittelwirtschaft. Mit ihren rund 2500 Mitarbeitern haben sie zuletzt einen Jahresumsatz von fast einer Milliarde Euro erwirtschaftet, um es mit einem Bild aus Ihrer Branche zu sagen, das ist allererste Sache. Und das, meine Damen und Herren, trotz der Schicksalsschläge, die es auf diesem langen Weg auch gegeben hat, aber mit Mut und Tatkraft und dem Zutrauen zu den eigenen Fähigkeiten haben sie dies alles gemeistert. Was ich besonders schön fand, wie ich Ihre Chronik gelesen habe, ist der Eintrag Ihres Vaters in seinen Kalender am Tag der Hochzeit Ihrer Eltern. Der Eintrag lautet: ganz kurz und bündig, heiraten und Mist fahren. Das sagt uns zweierlei, lieber Herr Mägle. Familie und Arbeit gehören zusammen und man konzentriert sich auf das Wesentliche. Darauf
meine Damen und Herren, lieber Herr Meckle, können Sie, können alle, die an dieser Erfolgsgeschichte mitgearbeitet haben, stolz sein, und darauf können Sie insbesondere, lieber Herr Meckle, auch ganz persönlich stolz sein. Denn schließlich sind Sie derjenige, der seit mehr als einem halben Jahrhundert die Firma lenkt und sie prägt. Sie sind derjenige, der die Internationalisierung vorangetrieben und die Erfolgssparte Pharmalaktose aufgebaut hat. Damit haben Sie großen unternehmerischen Weitblick bewiesen. Sie haben den Familienbetrieb souverän ins neue Jahrtausend geführt und für die Zukunft bestens positioniert. Aber meine Damen und Herren, nicht nur das. Welcher bayerische Unternehmer könnte wohl für sich in Anspruch nehmen, bis heute für einen Filmpartner von Marilyn Monroe gehalten zu werden? Es soll ja auch Leute gegeben haben, die gesagt haben, möglicherweise ist es sogar einer der bisher unentdeckten Ehepaare. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass der Freistaat heute so hervorragend dasteht, ist zuallererst Unternehmerpersönlichkeiten wie Ihnen zu verdanken. Erfolgreiche Familienunternehmen wie Meckle bilden das Rückgrat unserer Wirtschaft. Denn es ist ja, was unseren Standort so stark macht. Die Familienunternehmen, wo das Wort Mittelstand eben nicht nur eine betriebswirtschaftliche Rechengröße ist, sondern Mittelstand im Sinne auch dieses Hauses, ist eine Geisteshaltung. Da steht jemand für sich, für sein Unternehmen, für seine Mitarbeiter mit hoher sozialer Verantwortung. Und deswegen darf ich Ihnen namens der Bayerischen Staatsregierung sagen, lieber Herr Meckle, ein großer Dank an Sie persönlich, an alle Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind froh und stolz, dass wir Unternehmen wie Sie hier in Bayern haben. Danach gehen, diese Kultur des Mittelstandes, diese Geisteshaltung zu stärken. Das ist auch mein persönliches Ziel, dass wir dieses wunderbare Land und die Grundlagen, auf denen wir heute stehen, sichern. Und es ist eine Zeit, in der in Europa so viel Unsicherheit besteht, ganz besonders wichtig. Und es ist ja nicht weit von hier, meine Damen und Herren, dass wir Länder haben, in denen die Jugendarbeitslosigkeit über 50% beträgt. Und man kann gar nicht ermessen, was es bedeutet für eine junge Generation, wenn sie im eigenen Land keine Chance hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier Unternehmen haben, Familienunternehmen wie die Firma Meckle, die im eigenen Land den jungen Menschen Chancen geben. Und auch dafür gebührt Ihnen Dank. Und ich finde es hervorragend, dass Sie zu Ihrem 125-jährigen Geburtstag gesagt haben, ich möchte an die kommende Generation von Unternehmerinnen und Unternehmern ein Stück dieser Geisteshaltung weitergeben und diesen Gründerpreis gestiftet haben. Es trifft sich hervorragend mit dem, was wir auch machen, mit unseren Initiativen. Wir sind das Gründerland Nummer 1, kein Zufall, weil wir viel dafür tun, aber es passt eben hervorragend hier herein, und dafür möchte ich Ihnen auch ganz herzlich danken. Ja, meine Damen und Herren, wir stehen in Europa in
diesen Tagen vor einer großen Bewerbung. Und es betrifft uns alle. Es treibt uns ja auch alle um. Sind die Entscheidungen richtig? Wie können wir unsere Währung, wie können wir Europa sichern? Und deswegen lassen Sie mich nur zwei kurze Bemerkungen dazu machen. Ich will dazu sagen, erstens, in der ganzen Debatte, auch um die Zukunft unserer Währung, kommt mir eines zu kurz. Das will ich auch persönlich und ganz emotional sagen. Ich kenne kein Land, das Europa so viel verdankt wie die Bundesrepublik Deutschland und auch der Freistaat Bayern. Das Geschenk der Wiedervereinigung wäre uns ohne die Einbettung in Europa nie zuteil geworden. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist auch ein besonderes Engagement der Bundesrepublik Deutschland bei der Bewältigung der jetzigen Probleme gerechtfertigt und geboten. Aber zugleich dürfen wir natürlich die ökonomischen Gesetze bei der Bewältigung dieser Probleme nicht außer Kraft setzen. Und das bedeutet, dass es nur ein Rezept gibt, aus einer Schuldenkrise herauszukommen, nämlich keine neuen Schulden zu machen und nicht zu glauben, dass man Schulden mit immer mehr Schulden bekämpfen kann. Und deswegen brauchen wir Regeln und Maßstäbe. Und deswegen ist die Entscheidung der Europäischen Zentralbank übrigens gegen die Stimme des Bundesbankpräsidenten, ich glaube, ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Notenbanken, höchst bedenklich. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir eine Schuldenunion durch die Hintertür bekommen. Es ist ein schwieriger Weg. Aber ich glaube, entscheidend ist, dass wir die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, die in diesem Haus seit Generationen gelebt werden, nämlich Leistung, Haftungsprinzip, jeder ist zunächst für sich selbst verantwortlich, dass wir die auf die Lösung der europäischen Krise übertragen. Es ist nicht einfach. Aber ich sehe, meine Damen und Herren, keinen anderen Weg. Europa hat nur eine Zukunft, wenn wir den Weg gehen in eine Stabilitätsunion und nicht in eine Schuldenunion abrutschen. Meine Damen und Herren, wir tragen im Freistaat Bayern dazu bei. Wir zeigen, wie es geht. Wir haben einen Haushalt ohne neue Schulden. Wir tilgen in diesem und im nächsten Jahr über 2 Milliarden Euro, weil wir der Überzeugung sind, dass jede Generation die Verpflichtung hat, den nächsten Generationen anderes zu hinterlassen als Schulden. Und deswegen die Verpflichtung hat, die Schuldenlast von den kommenden Generationen zu nehmen. Und deswegen wollen wir daran arbeiten, das Unternehmerland Nummer 1 in Deutschland zu bleiben und dafür sorgen, lieber Herr Meckle, Vorzeigeunternehmer wie Sie. Sie sind schon in Ihrer ganzen Person, aber auch in Ihrem Lebensweg ein Vorbild für junge Menschen. Allein Ihr großartiger Unternehmenserfolg kann für so manchen jungen Existenzgründer Ansporn sein. Und das Großartige ist, und dafür möchte ich Ihnen persönlich danken, dass Sie aktiv daran mitwirken und sehr tatkräftig. Sie sind seit Jahren beim Deutschen Gründerpreis engagiert und als Mentor haben Sie schon einigen jungen Unternehmern unter die Arme gegriffen. Und da passt der Meckle Gründerpreis hervorragend hinzu. Er ist vorausschauend und weise,
damit erweisen sie den jungen Unternehmern unserer Heimat und der bayerischen Wirtschaft einen nachhaltigen großen Dienst. Dafür meine persönliche Anerkennung, mein Dank, mein herzlicher Glückwunsch zu 125 Jahren Meckle und weiterhin alles Gute. Und auch den jungen Preisträgern gratuliere ich ganz herzlich, wünsche ihnen viel Erfolg mit ihrer Gründung. Machen Sie es gut, machen Sie es wie Meckle. Pause gönnen wir Ihnen, aber dann dürfen wir ihn hier erneut bei der Preisverleihung auf der Bühne begrüßen. Aber liebe Gäste, was solche Laudatien angeht, da hat auch unser nächster spezieller Gast hier auf der Bühne einiges an Bühnenerfahrung. Hielt er doch gerade zu Beginn des Jahres auch die Laudatio bei der Premiere der Verleihung des Bayerischen Familienunternehmerpreises, bei dem es unter anderem auch um Innovationen und Nachhaltigkeit ging. Ladies and gentlemen, we're going to present you now our next special guest here on stage, to whom Tony Meckle is so thankful and really grateful for his fantastic support with the Meckle Gründerpreis. So give him a warm welcome. Freuen Sie sich jetzt auch auf einige Details und einige Informationen zur Ausschreibung des Meckle Gründerpreises. Bitte begrüßen Sie den Präsident der VBW, Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Please welcome Professor Ralf Randolf Rodenstock. Guten Abend. Das war's. Wunderschönen guten Abend. Genau. Lieber Toni Meckle, wenn ich das so sagen darf, sehr geehrter Staatsminister, sehr geehrter Herr Staatsminister Heubisch, liebe Festgemeinde, ich weiß, die Spannung steigt ins Unermessliche, was nur die Preisträger des Gründerpreises betrifft. Das ja noch lange genug gewartet. Dennoch erlaube ich mir, Sie noch ein bisschen auf die Folter zu spannen, indem ich nämlich noch eine kleine Brücke schlage, eine Brücke zurück diesmal, zu dem Moment, wo eigentlich dieses ganze Ding entstanden ist, sozusagen der Rückblick auf den Urknall 1887 war das ja, Sie können sich vorstellen, eine völlig andere Welt. Eiffelturm gab es noch nicht, Grammophon gab es gerade, aber der Josef Anton Meckle, der Erste, hat eben dieses Käsereigewerbe hier gegründet. Dass inzwischen das alles nicht mehr stimmt, dass es hier ein internationales Riesenunternehmen, Milliardenunternehmen mit 20 Tochterfirmen aller Welt ist und so, das hat sich ja rumgesprochen. Eben ein Grund, dass ich mir bei der Gelegenheit erlaube, diese, nämlich die Gelegenheit zu missbrauchen, um Ihnen, lieber Herr Meckle, nochmal herzlich zu nehmen, herzlich zu gratulieren, den Mitarbeitern herzlich zu gratulieren und Sie wissen ja, ich weiß, wovon ich spreche. Wenn man so zurückblickt auf diesen Urknall, wenn man gleichzeitig Ihre Unternehmensbroschüre schon mal gelesen hat, dann ist ja klar, dass sich Ihr Großvater damals als Gründer keine großen idealistischen, philosophischen Ideen, Visionen gemacht hat und schon gar nicht davon geträumt hat, was dann 25 Jahre später aus dem Ganzen geworden ist. Ich bin sicher, ihm ging es so wie den meisten Gründern, auch meinem Urgroßvater damals. Es hat ihn halt getrieben, eine Existenzgrundlage für seine Familie zu schaffen, im damaligen hier, im damaligen heute. Wenn dann, lieber Herr Meckle, aber aus diesem Urknall ein kleines Universum entsteht, im Laufe einer Zeit, die für ein Unternehmen geradezu kosmische Zeiträume darstellt, nämlich 125 Jahre, dann meine ich doch, ist es wirklich von Familienunternehmer zu Familienunternehmer gesprochen, ist es wirklich was ganz, ganz Besonderes.
wir wissen ja, wie das so ist mit der Säuglingssterblichkeit von Unternehmen. Die ist enorm. In Ihrem Fall galt es unter anderem zwei Weltkriege zu überstehen, eine Weltwirtschaftskrise, ja, vielleicht sind es inzwischen schon zwei Weltwirtschaftskrisen, zwei Generationswechsel und all das, Dutzende von sonstigen Herausforderungen, Krisen. Um das zu schaffen, lieber Herr Meckle, liebe Festgemeinde, ich glaube, da bedarf es eines gerückten Maßes an, ich weiß nicht was, an unternehmerischen Tugenden, Fähigkeiten. Dem nachzusinnen, würde einen ganzen Abend in Anspruch nehmen. Das erspare ich Ihnen heute, das machen wir dann in 25 Jahren wieder. Aber es gehört eben auch ein Quäntchen Glück des Tüchtigen dazu, um all dies erfolgreich hinter sich zu bringen. Mein Punkt ist, dass eben leider nicht alle Unternehmen dieses glückliche Schicksal haben. Denn wir beobachten ja, dass Unternehmen kommen, Unternehmen gehen, so über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte. Und ich möchte das deutlich machen im heutigen Abend, dass das eben auch zur Marktwirtschaft gehört. Dazu gehört ein ständiges Stirb und Werde von Unternehmen, denn der Wettbewerb bringt es halt so mit sich, dass das Bessere stets der Feind des Guten ist. Zum Glück war Meckle halt stets das Bessere. Ja, ich weiß schon, gesellschaftlich betrachtet mag man es bedauern, dass Unternehmen kein ewiges Leben haben. Man mag in der Tat trauern um all die Firmen, die im Laufe der Zeit eingegangen sind. Aber, meine Damen und Herren, ich darf das auch an diesem feierlichen Abend sagen, die wirtschaftliche, marktwirtschaftliche Realität ist eben, dass da, wo was stirbt, oft eben was Neues und wie gesagt was Besseres nachwächst. Und dies, liebe Leute, dies nennt man Fortschritt. Ich sage das etwas außerhalb der Tagesordnung ganz bewusst, weil sich leider unsere Gesellschaft angewöhnt hat, eher auf die zu schauen, auf die zu starren, die sterben, die ausscheiden. Und diejenigen, die nachwachsen, die was Neues bringen, die neue Kraft in das System bringen, diejenigen nur eher am Rande wahrzunehmen. Man kann sagen, dass wir als Gesellschaft mental, uns geistig also lieber auf der Intensivstation aufhalten, als auf der Geburtsstation. Und weil das ein bisschen so ist, ist es eben auch kein Wunder, dass viele Menschen in unserem Lande der Marktwirtschaft eher mörderische Tendenzen zuschreiben, als dass sie ihr schöpferisches Potenzial sehen. Gerade wenn mal wieder es einem mittelständischen Unternehmen schlecht geht und es vielleicht sogar die Türen schließen muss, dann kommt die unvermeidliche Frage, lieber Toni Meckle, die Ihnen ja nie gestellt wurde, ob denn der Mittelstand jetzt endgültig eine aussterbende Spezies sei. Nein, sage ich an diesem Abend. Im Gegenteil, der Mittelstand ist eher eine nachwachsende Ressource. Das muss man natürlich als leibhaftiger Professor mit ein paar Zahlen auch unterstützen, damit Sie es mir glauben. Also das Statistische Bundesamt sagt, dass im letzten Jahr in Deutschland es 700.000 Geschäftsneugründungen gab, aber nur 570.000 Geschäftsaufgaben. Also Adam Riese sagt uns, vier Grundrechnungsarten, auch nach dem zweiten Glas Wein, es sind am Ende des Tages 130.000 Gewerbe mehr. So, und gerade weil das Neue, weil die neuen Unternehmen, weil junge Unternehmen der Motor unserer Marktwirtschaft sind und weil sie damit eigentlich auch der Motor oder zumindest ein Motor unserer Gesellschaft sind, glaube ich, lieber Herr Meckle, da bin ich überzeugt, dass gerade wenn Sie als Unternehmer der dritten Generation, also des gereiften Familienunternehmens, seinen Blick, Sie Ihren Blick, unseren Blick auf diese schöpferische Kraft richten heute Abend mit Ihrem Preis, bedarf es einer besonderen Erwähnung. Und diesen Zusammenhang habe ich mir erlaubt, noch mal ein bisschen herauszuarbeiten. Sie fügen also damit der schöpferischen Kraft, für die Sie ja selber hier in der Region auch stehen, fügen Sie neue Gesichter hinzu. Das sind Gesichter, das sind Persönlichkeiten, die eben jede Region braucht, um zu blühen.
Jetzt stelle ich Ihnen das erste dieser Gesichter vor. Es erhält einen Preis, der ursprünglich von Toni Meckle gar nicht vorgesehen war. Aber da war ein Bewerber, der nicht so recht in das Raster gepasst hat, wo wir, die Jury, gesagt haben, na, aber diese bayerische Pfiffigkeit, die ist so klasse, da müssen wir einen Sonderpreis, da müssen wir einen Ehrenpreis ausloben. Und wir, die Jury übrigens, das bin ja nicht nur ich, sondern das war der Herr Schlotz, der Herr Maas, Professor Kister und der Herr Schachter, wir waren uns völlig einig, haben gesagt, komm, Toni Meckle, noch einen Preis drauf. Also, das Gesicht für diesen Preis der neu geschaffenen Kategorie Originalität. Der Name ist Robert Neumeier. Der Name seiner Unternehmung ist Pasta Fino. Sie ahnen schon, worum es geht. Nomen est omen. Pasta Fino ist die erste urbayerische Pasta-Manufaktur. Sozusagen auf gut bayerisch, handmade Pasta Fino-Produkte, zu denen originelle Nudelgerichte mit Füllungen und Zutaten aus der bayerischen Küche zählen. Das findet sich inzwischen auf Speisekarten in ganz Oberbayern. Vorzugsweise können Sie das im Restaurant La Pastaria in Wasserburg probieren oder, wenn Sie ein bisschen jünger sind, im Kindergarten eben außen und in der Schulkinderbetreuung in Trostberg, wo Pasta Fino einmal die Woche gratis hinliefert. Dass die Leute bei Pasta Fino auf den Geschmack gekommen sind, zeigt, dass das Unternehmen wächst, schnell wächst, auf niedrigem Niveau, aber immer so zwischen 40% und 70%. Das ist doch schon ganz ordentlich. So, ich gratuliere Pasta Fino sehr herzlich, schon mal von mir aus hier, und wünsche auch dem oberbayerischen Gaumen eine weiterhin prosperierende und schmackhafte Entwicklung. So, jetzt kommen wir also allmählich dem Ernst der Sache näher, nämlich zu den Trägern des diesjährigen eigentlichen Gründerpreises. Zum zweiten Platz, der in aller Bescheidenheit gesagt mit 20.000 Euro dotiert ist, darf ich der Firma Bora Lüftungstechnik GmbH aus Raubling und natürlich vor allem ihrem Gründer, dem Willi Burgbauer, ganz herzlich gratulieren. Bora, was ist das? Das ist eine Firma, die sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht hat mit der Entwicklung, Produktion, Vertrieb von innovativen, energiesparenden, umweltfreundlichen Kochfeldabzugssystemen. Also, es geht um eine richtungsweisende Innovation. Kochfeldabzug, normalerweise geht der Dunst nach oben, hier geht er nach unten, wird direkt neben dem Kochfeld abgezogen und stinkt nicht in den Raum herein. Dass diese Innovation eingeschlagen hat, das zeigt die dynamische Entwicklung der Firma. Sie werden es gleich verstehen, Dunst runter, Umsatz rauf heißt die Devise. Der Umsatz nämlich hat sich seit der Gründung im Jahre 2007 bis heute von ziemlich wenig auf fast 12 Millionen erhöht. Zahl der Mitarbeiter von 1,5, das berechnet man noch ganz genau in der Größenordnung, von 1,5 auf 27 gewachsen. Bora steht für die Devise, für die ja viele hier in der Region stehen, in Oberbayern daheim, in Europa zu Hause. Das heißt, also etwas nüchterner ausgedrückt, die Produktion machen sie hier vor Ort und in Tirol. Auch die Mitarbeiterschaft stammt vorwiegend aus der Gegend. Vertrieb geht europaweit. Lieber Herr Brückbauer, ich sehe Sie nicht, aber es wurde Ihnen ja schon von anderen bescheinigt, dass Ihre Geschäftsidee großes Potenzial hat, etwa von der Bundesinitiative Land der Ideen. Wir als Jury des Meckle Gründerpreises schließen uns in aller Bescheidenheit diesem Urteil an, allerdings aus eigener Initiative, und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg. Danke.
dann, jetzt, hurra, hurra, erster Preis. 30.000 Euro von Herrn Meckle dotiert, der geht gleich an zwei, auch neubayerisch gesagt, Entrepreneurial Spirits. Und zwar zwei Brüder, den Josef und den Stefan Willkommer, mit ihrer Firma, die heißt Tech Division GmbH. Die haben auch einen Trend der Zeit erkannt. Die Geschäftsidee ist, maßgeschneiderte Weblösungen aus sogenannten Open-Source-Technologien zu entwickeln und damit Unternehmen im Bereich des technischen Marketing, technischen Vermarktung, der Unternehmenskommunikation und von PR zu unterstützen. Also eine Internet-Support-Company, wenn ich es mal so frech sagen darf. Dass das funktioniert, davon zeugt eine durchaus namhafte und internationale Kundenbasis und davon zeugt erst recht die starke Geschäftsentwicklung. Gegründet im Jahre 2006 hat sich der Umsatz versiebzehnfacht bisher und die Mitarbeiterschaft versiebenfacht. Natürlich am Anfang geht alles ein bisschen schneller, wenn auch mühsamer, aber ich finde, das ist doch ein ganz toller Start. Wo kriegen die Leute ihre Fachkräfte her? Sie wissen, IT ist nicht so einfach, gute Leute zu kriegen. Die Fachkräfte gewinnen die Willkommer-Brüder an der Fachhochschule Rosenheim, mit der sie sehr eng kooperieren. Und ich glaube schon, in Zeiten des Fachkräftemangels einzubinden, die Praktika durch Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Werkstudentenverträge und dergleichen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, das zu machen, gerade in der IT. Da ist die Entwicklung ja besonders rasant. Und da eine Kooperation von Wirtschaft, gerade von mittelständischer Wirtschaft, von mittelständischen Unternehmen und Wissenschaft und Hochschulen hinzukriegen, das ist es, von dem wir uns eigentlich, Herr Heubisch, noch mehr wünschen würden in Bayern. Dazu kommt, dass es der Region natürlich auch sehr gut tut, wenn junge Absolventen der regionalen Fachhochschule dann auch ein regionales Start-up hoch- und weiterbringen. Und ich glaube, das entspricht da in ganz vorbildlicher Weise dem Grundgedanken, der Grundüberzeugung, der Grundphilosophie von Toni Meckle. In diesem Sinne gratuliere ich allen Preisträgern nochmal sehr herzlich, wünsche Ihnen noch viele, viele erfolgreiche Geschäftsjahre und würde mich freuen, dann zum jeweiligen 125. Jubiläum nochmal eingeladen zu werden. Jetzt, bevor es soweit ist, bitte ich erstmal die Gewinner auf die Bühne, damit sie ihre Preise aus der Hand des bayerischen Wirtschaftsministers und des stellvertretenden Ministerpräsidenten, also eine Hand, ja, eine Person, eine Hand, entgegennehmen und auch aus der Hand des Stifters, dem Toni Meckle. Die beiden Herren bitte ich natürlich erst recht auf die Bühne, weil sonst funktioniert das nicht. So. Unternehmer ein bisschen schüchtern sind zuerst mal, aber es wäre doch gut, wenn die Preisträger sich allmählich auf der Bühne sehen lassen würden. Ah, da kommen sie geschlossen. Leider kann ich Ihnen das nur hier zeigen. Für die Originalität ist der Preis ein Dackel in Silber, der die Spaghetti von einem Teller sich einverleibt. Das Ganze auf einem griechischen weißen Marmor, Symbol für Milch.
natürlich die Milchkanne. Für den zweiten Preis ist das die Milchkanne. Erstes Jahr des Meckle-Gründerpreises, wir wollen es ja fortsetzen. Herzlichen Glückwunsch. Frau Falk trägt den Scheck symbolisch zum zweiten Gründerpreis. Achso. Der Wettbewerb belebt das ganze Geschehen, privat wie beruflich. Aber es kann immer nur einer gewinnen. Und das ist also der erste Preis. Wieder die Milchkanne. Ich weiß jetzt nicht, ob die Gewinner sich als Brüder da teilen, wer den Bleistift und wer den Kugelschreiber reinsteckt. Oder man kann auch zweierlei Blümchen reinstellen. Jedenfalls herzlichen Glückwunsch. Ja, verehrte Damen und Herren, das war sie jetzt auch schon, die große Premiere des ersten Meckle-Gründerpreises 2012. Jetzt werden hier natürlich, genau, wir dürfen nochmal klatschen für alle Preisträger, für die Sieger. Wir werden natürlich jetzt noch fleißig die Fotos gemacht. Noch ein Gruppenbild oder haben wir alle? Wie sieht's aus? Ich glaube, Mikro ist meins. Herr Meckle, vielen, vielen Dank. Professor Rodenstock, ein herzliches Dankeschön auch für Ihre wunderbaren Worte. Herr Staatsminister Zeil, vielen Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung auch hier auf der Bühne. Das sind ja alle schon Profis, ja. Und so sehen Sieger aus, oder hier bei Meckle. Nochmal einen riesen Applaus. Meckler hat ja gerade gesagt, das Mikrofon ist meines, aber dem ist jetzt in den nächsten Minuten nämlich gar nicht so, denn ich schreite mal hier herüber, denn ich möchte doch jetzt die abschließenden Worte an unseren Holländer überreichen. Das ist jetzt Ihr ganz großer Auftritt und ich freue mich sehr, Sie jetzt hier auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Und verehrte Damen und Herren, Sie haben bestimmt auch einen ganz herzlichen Applaus für ihn, für den Vorsitzenden des Vorstands der Meckler AG, Herrn Dr. Anders Siel van der Ploeg. Today we celebrate the 125 years anniversary of Meckle Company. Mr. Meckle, of this 125 years, you had 55 years the leadership of this company. I think this is rather unique and special situation in the private dairy industry. Because of your vision, Mr. Meckle, your knowledge, your dedication, the company has now a size of 1 billion euro turnover and worldwide 2,500 employees. Your personal wish, Mr. Meckle, that the company should keep its independence shows your trust in all of us.
We take this as an obligation. For your trust and confidence, we thank you very much. We sincerely hope that you will stay with us as president of the company for a long, long time. I would also like to thank Dr. Joop Kleiberger as the representative of the international dairy world for his warm-hearted welcome words. Thank you, Joop. Furthermore, I thank Dr. Karl-Heinz Engel for his greetings in the name of the German dairy industry and as a long-term colleague of Mr. Meckler in the German Dairy Federation. May I also say thank you to all our partners selling our products worldwide and to our raw material suppliers for their long-term trust in our company. I congratulate Mr. Joseph and Mr. Stefan Wilkommer from Tech Division gaining the first Meckler Founders Prize, and I wish the company all the best in the future. We highly appreciate and thank Professor Rodenstock for the Laudatio and the Bavarian Minister of State for Economic Affairs, Mr. Seil, for handing over the Founders Prize. It was a great honor for us and a highlight of this evening having you both here tonight. And last but not least, I thank all of you, my honored guests. You made it for us an unforgettable evening. Dear Mrs. Meckler, I would also like to express my sincere thanks to you, especially regarding the relocation of the Weberhof and the new reception. The buildings and the gardens will be always connected with you. You also fully support the engagement and activities of your husband. And as a sign for our appreciation, please accept my flowers for you. Dear guests, after having the dessert, it's time for a great music event. I'm sure you all will enjoy it. Mr. Meckler already mentioned it. Please don't forget to take the Meckler Company book with 125 years of Meckler history as a memory. Thank you for coming and have a safe trip back home later. Thank you. Ja, verehrte Damen und Herren, Sie haben es gerade schon gehört, uns erwartet heute Abend noch eine ganz besondere musikalische Überraschung. Don't miss the show later on, ladies and gentlemen, because we're going to have a really, really special
Music Act tonight. Aber zuvor, verehrte Damen und Herren, da würde ich gerne unseren kulinarischen Höhepunkt des Dinners heute Abend wie folgt einleiten. Denn 1965, da gab es ja im Familienunternehmen Megle einen weiteren wichtigen Meilenstein. Denn damals war Mr. Adachi der erste Japaner, der im Haus am Berg, ich habe mich informiert, Herr Megle, der im Haus am Berg zu Gast war und sich für Megles Milchzucker interessierte. Und zu diesem Zeitpunkt gab es beim Vater Josef Anton II. Gerade Zwetschgen-Dachi. Und auf den Namen des Japaners Mr. Adachi konnte sich so der Vater besonders gut merken. Und so mit dieser kleinen Anekdote würde ich Ihnen ganz gerne unser Dessert schmackhaft machen. Es ist natürlich ein Kaiserschmarrn aus der Butterpfanne. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen damit. So, ladies and gentlemen, afterwards we're gonna have really, after our dessert, we're gonna serve you a Kaiserschmarrn. We're gonna have really a special music act. So don't miss the show, verehrte Damen und Herren. Bleiben Sie unsere Gäste, genießen Sie das Dessert und danach wird dieser Vorhang fallen. Ich verspreche es Ihnen. Bis gleich. Dankeschön.